Hallo, hier ist wieder Dr. Psi. Heute beschäftigen wir uns mit der Parallelschaltung von elektronischen Bauelementen wie Spule, Kondensator und ohmschen Widerstand im Wechselstromkreis. Zu Beginn wiederholen wir kurz die elektrischen Eigenschaften der genannten Bauelemente und ihr Widerstandsverhalten in einem solchen Kreis, der von einem Wechselstrom betrieben wird. Dann simulieren wir eine Parallelschaltung dieser Elemente und untersuchen speziell das Widerstandsverhalten dieser Elemente im Stromkreis. Zum Schluss wollen wir den Begriff Sperrkreis, der in diesem Zusammenhang fallen wird, etwas näher erläutern. Und dann wird das Gelernte wie immer zusammengefasst. Wir sehen hier einen Wechselstromkreis mit Parallelschaltung der Widerstände, der ohmschen Widerstände, induktiven und kapazitiven. Und an diesem Wechselstromkreis liegt eine Wechselspannung U an. Und wegen der Parallelschaltung dieser Widerstände liegt diese Spannung in gleicher Größe an den einzelnen Widerständen an. Die Gesamtstromstärke I setzt sich zusammen aus den drei gegeneinander phasenverschobener Teilstromstärken IR, IL und IC zusammen. Wir sind natürlich interessiert an der Größe der Teilströme und diese gewinnen wir aus einem Zeigerdiagramm. Das kennst du sicherlich schon aus den Phasenbeziehungen zwischen Strom und Spannung. Das im Zusammenhang mit den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com